In meiner Wundertüte sind die ganzen neuen Projekte drin. In meiner Wundertüte ist für mich die Vielfalt in meiner Ausbildung. Betriebsfeier macht immer Spaß. In meiner Wundertüte ist eine ganze Portion Unabhängigkeit drin. Meine Wundertüte in der IHK ist es wirklich, dass es der beste Job ist, den ich mir so nicht ausdenken konnte, der zu mir gekommen ist. Dass wir ein sehr fairer Arbeitgeber sind. In meiner Wundertüte ist Hättest du das mal vorher briefen können, dann hätte ich mir drei schöne Worte ausgedacht. Schmeiß erstmal alles über Bord, was du mit dem Namen Kammer verbindest. Industrie- und Handelskammer ist einfach ein Begriff, da setzt man sozusagen bestimmte Assoziationen, die kann man echt vergessen. Da entstehen halt über die langen Jahre wirklich kollegiale bis hin zu privaten Freundschaften, weil es einfach ein gutes Team ist. Das hat mich sogar richtig erschreckt am ersten Tag, wie unglaublich nett die Leute alle waren. Das war wirklich komisch. Ja, richtig. Ja. Am Freitag wurde bei der Betriebsfeier das Du eingeführt. Es gibt viele Freiräume, es gibt einen klaren inhaltlichen Bezug, der Sinn macht. Es gibt kaum Bürokratismus. Man kann das alles selbst mit beeinflussen, wie viel Papier, wie viel Digitalisierung, wo möchte ich mich da einordnen. Wir haben hoheitliche Aufgaben, wir haben serviceorientierte Aufgaben und Produkte und Dienstleistungen und wir haben auch politische Arbeit. Also wir machen eigentlich alles unter einem Dach. Bei uns im Haus, was muss man mitbringen? Gar keine einfache Frage, ne? Aber ich glaube schon, so eine Grundoffenheit muss man mitbringen. Ich würde sagen, verstell dich nicht, sondern sei wie du bist, weil wir brauchen Typen und wir brauchen einfach Leute, die Lust haben, mit uns auch einen ganz besonderen Weg zu gehen. Also was auf jeden Fall wichtig ist in der Kammer, ist einfach Kundenorientiertheit. Bereit sein, auch zu leisten und einfach Spaß an der Teamarbeit haben. Und wenn du Lust hast, neue Dinge neben deinem normalen Job auszuprobieren, bist du hier absolut richtig.